Ja, moin moin zusammen. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sicherlich kennt ihr schon einige Untergrundprüfungen, wie zum Beispiel eine Benetzungsprobe oder eine Kratzprobe. Heute wollen wir uns mal eine weitere wichtige Untergrundprüfung anschauen, und zwar die Lösemittelprobe. Wozu die gut ist und was der Maler damit zu tun hat, das wird euch Lukas jetzt mal zeigen. Genau. Die Lösemittelprobe ist nämlich wichtig, um zu erkennen, was für eine Altbeschichtung ich auf dem Untergrund habe. Ich muss nämlich darauf achten, wenn ich das wieder überarbeiten möchte, dass ich keine harte Beschichtung, wie zum Beispiel in einer Kütharzlack, auf einen eher etwas weicheren Acryllack draufstreiche. Da kann es nämlich zu Spannungen kommen, es kann irgendwann reißen und im schlimmsten Fall abplatzen. Wie das genau aussieht, das möchte ich jetzt an dem Versuchsaufbau zeigen. Hier haben wir zwei Glasplatten. Diese stellt jetzt jeweils eine Alkylharzbeschichtung dar, also einen lösemittelhaltigen Lack, der sehr hart wird. Einmal auf einem ebenfalls harten Untergrund, das könnte auch eine Alkylharzbeschichtung sein. Und hier auf einem Kissen, diese stellt eine wasserverdünnbare Acryllackbeschichtung dar, die etwas weicher ist an der Oberfläche. Jetzt werde ich mich gleich auf die Fläche draufstellen, vorher aber Schutzbrille aufsetzen. Und dann gehe ich jetzt hin und stelle mich jetzt auf die erste Fläche, also auf den harten Untergrund. Und hier passiert nichts, die Beschichtung bleibt heile. Auf dem Acryllack, wenn ich mich da jetzt draufstelle, sieht man, die Beschichtung geht kaputt. Und das ist halt wichtig, dass man sich das merkt, dass man keine harte Beschichtung auf einen weichen Untergrund packt. Dann schauen wir uns mal an, wie die Lösemittelprobe jetzt funktioniert und wie wir einen Altanstrich auf dem Untergrund erkennen können. Dazu nehmen wir uns einfach einen Lappen, ein bisschen Nitroverdünnung. Die geben wir auf den Lappen drauf und gehen damit auf den Untergrund. Und was passiert? Der Anstrich löst sich an und färbt ab. Und weiter noch, sie wird sehr matt an der Oberfläche, und wenn wir jetzt mal drauf rumkratzen, sieht man hier schon, die wird sehr weich und klebrig und lässt sich ganz einfach abschieben. Schauen wir uns jetzt mal die andere Platte dagegen an. Auch hier ein bisschen Nitro auf den Lappen. Und damit auf den Untergrund gehen. Und was passiert hier wohl? Wesentlich weniger Verfärbung bzw. Anlösung. Und wenn wir jetzt auch hier mal den Test mit dem Cuttermesser machen, sieht man hier, hier löst sich wesentlich weniger an. Was sagt uns das jetzt? Wir haben es hier einmal mit einem wasserverdünnbaren Acryllack zu tun und auf der anderen Seite mit einem lösemittelhaltigen Alkylharzlack. Hier haben wir jetzt noch zwei Flächen. Wenn wir da noch mal eine Probe drauf machen, sehen wir, dass sich hier bei beiden Flächen gar nichts anlöst. Denn das hier ist jetzt zum einen eine zweikomponentige Beschichtung, die ist extrem hart und auch robust. Und hier haben wir einen Pulverlack, den findet man oft bei Fassadenverkleidung. Der wird auch extrem beständig an der Oberfläche. Jetzt auch nochmal drauf kratzen. Und auch wenn man da drauf kratzt, der wird auch nicht weich. Den kann ich auch nichts runterkratzen wie bei den anderen beiden Lacken. Dazu vielleicht noch ein Sonderfall. Ein Alkylharzlack kann nach einigen Jahren, nach zwei, drei Jahren, genauso hart werden oder ähnlich hart werden wie ein 2K-Lack. Da noch ein Tipp: einfach ein bisschen Schleifpapier nehmen, mal drauf rumschleifen. Riecht wie ein frisch gestrichener Alkylharzlack. Jetzt kennt ihr die Lösemittelprobe und denkt immer daran, keine harte Beschichtung auf eine weiche Beschichtung streichen. Ganz genau. Das war's von uns, und probiert's doch einfach mal aus. Ciao. Ciao.